Das ist wieder ein riesen Schiff. Ja, prima. Pack's ein und bring's mit. Bringst du Schullis mit gleich? Kann ich tun. Und du solltest uns eventuell Night Vision geben, weil sonst sehen unsere Zuschauer halt einfach nichts. Oder wie ich bring Fackeln mit. Die du dann sofort wieder abbaust, du Held. Ja, tut mir leid. Die Let's Play-Zuschauer sind es nicht gewohnt, dass irgendwelche Effekte gescheatet werden hier. Ja, dann bring Fackeln mit und guck, ob das irgendwie in Kristall zu stehen bleiben. Zur Not arbeitet man mit ein paar Lavaquellen. Ja, das Problem ist, so durchlöchert wie das Ding ist, hast du weder Lavaquellen noch die Möglichkeit, die Fackeln irgendwo festzukriegen. So schlau wäre ich ja sonst auch, Iro. Wäre nicht, ne? Von vorgestern. Nur dadurch, dass Dings Optifine halt nicht funktioniert, sehen die Leute nichts. Stimmt, man hätte jetzt eigentlich mal auf die Minimap verzichten können und Optifine hier anmachen können. Oder seht ihr was, Anja? Goldi, siehst du was? Abgesehen von meiner Spitzhacke. Also ich glaube, meine sehen was. Bei mir ist schön ja, du hell. Bist ja auch in der Hölle. Ja, geht so. Ja. Okay. Ich habe Lava gefunden. Dann lassen wir die mal laufen. Jetzt dürfte da mehr sehen. Da siehst du, und schon ist das Problem gelöst. Ja, für das Stückchen hier ist es jetzt gelöst. Wir müssen uns mal richtig einarbeiten in das Tränkebrauen. Dass wir uns sowas wie Night Vision auch mal richtig geben können. Ja. Das machen wir dann erst, wenn die Tränke wirklich bis 16 gestapelt werden können. Momentan so ein Effekt hält maximal 4 Minuten. Wie viele Tränke sollst du denn mit dir rumschleppen? Naja, ob alles hell genug ist, Goldi. German Hardcore Gamer, einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für dein Follow. Ich habe keine Ahnung, was die sich vorstellen. Ich meine, dann hast du das ganze Inventar voll mit Tränken und bist immer noch keinen Meter weiter. Ja, deshalb habe ich das bisher auch immer ignoriert mit den Tränken. Weil es einfach zu viel Inventar gefressen hat. Die Musik kam überraschend. Ich bin wieder wach. Ja.
nennt man Alerts, Anja. Und so manchmal verlaufen sich Menschen in meinen Stream und lassen mir ein Follow da. Das aber ist schön, Goldi. Was denn? Sie findet's hell genug. Ja. Wie gesagt, Jero ist ja auch noch nicht in der Hölle. Kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Verstehe ich gar nicht. Okay. Kann man mir nur freiwillig zugucken, ne? Ja, Eis! Eis? Heiß. Ach, heiß. Na gut, Eis hätte mich jetzt wirklich überrascht, aber heiß ist relativ normal. Da, wo du bist. Aber es ist auch mal wieder typisch, dass Tina ihr Haus natürlich aus einem der wenigen Rohstoffe bauen muss, die wir noch nicht im Lager haben. Überrascht das wen? Nein, mich nicht. Trotz Ironie, er hat gehustet. Asthmatika und so. Und heute ist wieder so eine richtig asthmafeindliche Luft draußen. Dringend mal wieder an irgendein Meer fahren. Die Luft dort ist Balsam für die Lunge. Ich hatte ja die Hoffnung, dass Lena irgendwann mal einen Führerschein macht, dass wir dann mit dem Kleinen irgendwie einen Ausflug machen können. Die Schule ist noch leer. Und dann gucken wir mal, dass wir da Tina finden. So, die haben wir zu, weil sonst verbrennen wir uns dauerhaft auf die Füße. Dann lassen wir die erstmal weiterlaufen, damit ihr was seht. Weil wenn ich jetzt hier rüber gehe, seht ihr auch wieder nichts mehr. Lager ist noch neu und ungewohnt und deshalb laufe ich erstmal dreimal im Kreis, bevor ich was mache. Ja. Ja. Hast du etwa was dagegen? Penny? 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 Ich bin nicht wie Sheldon. Nein, er läuft nur dreimal im Kreis. Und er nennt einen Orgasmus Coitus. Das ist nun mal der korrekte Ausdruck dafür. Und er ist der festen Überzeugung, dass ein gastronomischer Orgasmus besser ist als Sex. Also zu Deutsch übersetzt, dass ein gutes Essen besser ist als Sex. Und dazu stehe ich. Ein wirklich gutes Essen schlägt jeden Sex. Und ich glaube, das darf ich mir jetzt bis zum Ende meiner Tage anhören, dass ich dieser Meinung bin, hä? Ich bin auf Anjas Reaktion jetzt gleich gespannt. Das macht keinen Spaß mehr. Du
hast damit angefangen. Ja, und du trägst es in die Welt hinaus und verarscht mich am laufenden Band damit. Wenn du so komische Dinge erzählst? Das ist nun mal die Realität. Komm du mal in mein Alter. Nee, ich reagiere lieber gar nicht. Bin weg, crazy. Kann nicht schlimmer werden als eine Freundin einer Kollegin, die beim Sex Wolfgeheul macht. Uff. Uff. Das klingt krass. Oh mein Gott. Ja. Jedem Tierchen. Und so. Das heißt, die hält sich für einen Werwolf beim Sex? Keine Ahnung. Die würde gut zu Zwergi passen. Ich wollte gerade sagen. Frag mal nach der Nummer, die beiden könnten wir vermitteln. Mini, er ist ein Jahr älter wie ich. Aber er meint wohl, mit 35 bin ich dann scheintot oder so. Keine Ahnung. Mit 35 setzt du deine Prioritäten anders. Aber doch nicht auf Essen. Was ist denn mit dir? Was ist wichtiger als Essen? Ohne Essen stirbst du, ohne Sex nicht. Oh, ich auch ohne Sex, oder? Aber mein Umfeld. Ihr Freund sagt wohl zu ihr, mach mir den Wolf und dann heult sie. Alter, Vater, ja! Also, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also Raffo meint, solange sie nicht behaart ist wie ein Wolf, ist doch alles gut. Ich sterb auch ohne Sex, siehst du? Anja ist genau wie ich. Unmöglich, diese Jugend von heute. Bei Anja kann ich die Aussage ja noch verstehen. Die ist ja wirklich noch einen Tacken jünger wie wir. Aber an der Jugend ist sie jetzt leider auch schon ein Stück vorbeigeschrappt. Jugend ist alles unter 30. Reichen 8, Schullis? Ja. Brauche ich eine 30 in 2 Wochen. Brauche ich eine Hacke? Ich weiß, Anja. Nö, brauchst du nicht. Okay, alles unter 35. Ansprüche steigen mit dem Alter. Schade, Anja. Du bist raus. Von der Liste abgeschnitten. What the fuck? Wo hatte ich Nahrung einsortiert? Na, hoffentlich im Fass. Dann gehörst du ja jetzt auch bald zum Alteisen, Anja. Mensch, willkommen im Club. Alteisen mit gerade mal 30 Jahren. Ja, wir Frauen haben mit Alter immer noch nicht so die Probleme wie du, Iro. Ich hab damit kein Alter. Ich stehe dazu, dass ich ein Alter sein bin. Ja, ich hab damit kein Alter. Mhm, genau. Was heißt wir Frauen? Ich meine... Wer kriegt denn immer Aggressionen, wenn man darüber spricht, dass man alt ist? Mel? Ist auch eine Frau. Ich bin nicht alt.
Aber das wird Tina auch mit 95 sagen. Die Frauen können halt einfach nicht dazu stehen, dass die alt werden. Alt, runzelig, hässlich. Install Flying Wu. Nee. Flying Evu. Danke für dein Follow. Oh. Download Evu the Game auf Google Play habe ich selber gemacht. Ja, ja, deswegen toll. Brauchst du aber nicht in anderen Leute Streams reinrennen und Werbung für dein Spiel machen. Ja. Wenn es gut ist, laden die Leute sich auch von alleine runter. Und genau. Wenn du jetzt nicht möchtest, dass ich in deinen Stream komme und da aufräume, machst du es selber. Ja, jetzt hat er nochmal geklickt. Ja. Und sperren. Er spammt mich jetzt einfach nur zu. Toll. Ist ja mal wieder klar, der einzige Follow, den ich am Tag kriegt, ist ein Spambot. So, jetzt zeig mir mal irgendwelche Koordinaten, wo du bist. Plus 103, minus 229, 43. Kann ich dir denn... Kann ich dir nicht irgendwie die Wegpunkte schicken? Ja, kannst du. Wie? Über die Map. Senden. Mal schon mal, wo du bist. Oh, Gold. Mal wieder anmachen. Aber ich muss sagen, neugierig bin ich jetzt schon. Ich werde nach dem Stream mir dieses Spiel runterladen, installieren, es mir angucken und eine schlechte Bewertung drüber schreiben. Wäre mir meine Zeit viel zu schade für. Ich habe nichts Besseres zu tun mit meiner Zeit. Müssen wir auf Iro warten, wir brauchen die Schulis. Ja, ja, der kommt. Le Inventory ist Quilling über. Kann nur sein, dass die Schulis voll sind, bis ich mich zu dir durchgegraben habe. Ich stoße hier gerade auf einen Quarzvorkommen nach dem anderen. Ja, die habe ich halt alle ignoriert. Was? Ja, ich bin ja nicht hier, um Quarz zu farmen. Also was nimmt man doch mit? Wofür denn? Damit wir Quarz im Lager haben? Wir können kein Quarzhaus bauen, sondern ein Schwarzsteinhaus. Ja, aber irgendwann wollen wir was aus Quarz bauen und dann haben wir nichts. Ach so. Ja, schade. Tina, du musst noch so viel über Minecraft lernen. Ja, Platz sparen, genau.